Eine der besten Nachrichten des Jahres sind die geringen Corona-Zahlen im Landkreis Aurich. Die waren das gesamte Jahr über sehr niedrig. Die gingen vielleicht hoch bis maximal 200. Aber das war ganz, ganz weit entfernt von den Zahlen in Sachsen oder Bayern, die teilweise bis 2000 hochreichten. Und die geringen Corona-Zahlen haben sich bei uns dann auch in der Zahl der Klinikaufenthalte wiedergespiegelt. Und die war sehr, sehr gering. Die Intensivstationen sind frei geblieben und die Leute sind weitgehend gesund geblieben, bis auf natürlich einige schlimme Ausnahmen, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, die Zahlen sind niedrig und die Menschen haben sich vernünftig verhalten. Und das ist für mich eine tolle Sache. Eines der großen Highlights für mich in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft der Leserinnen und Leser unserer Zeitungen. Die Ostfriesischen Nachrichten haben in diesem Jahr für den Hospizverein Aurich gesammelt im Rahmen der Weihnachtsaktion. Zuvor haben wir zusammen mit der Organisation Ein Herz für Ostfriesland für die Tornado-Opfer gesammelt. Da kam auch eine Menge Geld zusammen. Und das absolute Highlight für mich von einer Summe, von der ich total überwältigt war, das waren fast 300.000 Euro, die für die Flutopfer in diesem Jahr zusammengekommen sind. Als das Geld übergeben wurde, waren die total aus dem Häuschen, dass wir in Ostfriesland so an die gedacht haben. Da gilt natürlich mein Dank den Leserinnen und Lesern. Ich habe vor einer Sache in diesem Jahr besondere Hochachtung gehabt und das war der Mut zur Normalität, so würde ich es mal nennen. Ich finde es bewundernswert, wie in diesem Jahr einige Leute ein gewisses Risiko eingegangen sind bei der Organisation von Veranstaltungen. Zum Beispiel, es ist ja so, dass Corona alles auf den Kopf stellt. Man kann im Prinzip gar nicht mehr so richtig planen. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Die Nachrichtenlage verändert sich ständig. Und trotzdem gab es einige, die ein bisschen was riskiert haben. Ich denke da zum Beispiel an die Arena-Konzerte, an den Familiennachmittag hier in Aurich, aber natürlich auch an den Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtszauber, das war eine tolle Sache für ganz viele Menschen. Ich fand es richtig, dass die Veranstaltung bis zum Ende stattgefunden hat. Ich glaube, das war durchaus verantwortungsbewusst, wie man es gemacht hat. In der Form konnte man das machen und das hat vielen Leuten doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein großer Flop für mich in diesem Jahr war die Diskussion ums Impfen. Wir haben ja das Glück gehabt, dass wir Anfang des Jahres Impfstoffe bekommen haben. Wir haben also alle die Möglichkeit gehabt, uns impfen zu lassen. Und trotzdem musste man unzählige Diskussionen darüber führen. Man musste viele Menschen überzeugen davon. Es gab Vorbehalte gegenüber den vermeintlichen und tatsächlichen Nebenwirkungen. Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass die positiven Effekte die negativen deutlich überwiegen. Und vor diesem Hintergrund habe ich es überhaupt nicht verstanden, dass es so viele Menschen gibt, die dem Impfen skeptisch gegenüberstanden. Und auch im privaten Bereich hat man immer mal wieder Diskussionen geführt. Man hat sie über Social Media geführt. In der Zeitung habe ich versucht, auch tatsächlich dafür zu werben, weil ich es für richtig gehalten habe. Das war schon verdammt mühsam. Und ich habe das auch festgestellt, dass es auch in vielen Familien diese Diskussion gab. Und das ist schon eine sehr ermüdende Angelegenheit. Flop Nummer zwei ist eigentlich erstmal mit einer guten Nachricht verbunden. Die Zahl der Querdenker, der sogenannten, und Corona-Leugner, die ist im Landkreis Aurich extrem gering. Das ist für mich eine sehr, sehr positive Sache. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt immer noch ganz, ganz viele Fehlinformationen, die verbreitet werden. Erschreckend ist für mich, dass es eben ganz viele Leute gibt, die versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Die verbreiten populistische Standpunkte. Populistisch meine ich in dem Sinne, dass es eigentlich eine kleine Minderheit ist von Menschen, die Fehlinformationen verbreiten, die Corona leugnen. Aber das ist teilweise eine sehr, sehr lautstarke Gruppe und das hat schon die Sache doch sehr erschwert. Flop Nummer drei ist für mich die Situation der hiesigen Wirtschaft. Insbesondere die Gastronomie hat ein ganz schwieriges Jahr hinter sich. Zum Teil durfte nicht geöffnet werden. Das hat sich massiv auf den Umsatz ausgewirkt. Auch die Einzelhandelsgeschäfte hatten ein schwieriges Jahr. Im Vorweihnachtsgeschäft war es auch eine ganz, ganz schwierige Situation mit zum Teil sehr stark verändernden Bedingungen. Es hat sich aufs Geschäft ausgewirkt. Die Kunden sind weggeblieben. Es gab auch viele, die weiterhin eingekauft haben, aber natürlich das Geschäft aus dem Jahr 2019 wurde bei weitem nicht erreicht. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr anders wird.